Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Die UFC Fight Night ist vorbei. Cyril Garn vs. hier sehen Sie, Rosenstroke ist Geschichte. Und dieser Kampf hatte es jetzt nicht unbedingt in sich. Aber was genau ist passiert? Lasst erstmal einen Daumen nach oben bei YouTube da oder auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Cyril ghan steht jetzt 8 zu 0 und allzu viel braucht man jetzt nicht über diesen Kampf sagen, es war eine Decision, es war ein relativ zäher Kampf, Cyril Garn hat eben sehr stark mit seinen Jabs und mit seinen Low Kicks gearbeitet und mit diesen Leg Kicks, die er hatte und mit diesen Jabs kam Rosenstroke nicht wirklich in diesen Fight, das heißt Rosenstroke hat wenig riskiert, Cyril ghan auf der anderen Seite hat natürlich auch wenig riskiert, aber hat gezeigt... Dass er der bessere ist. Cyril Gahn hat nicht unbedingt das Tempo vorgegeben, aber Cyril Gahn hat die Aktion gebracht, weshalb man ihm durchaus diesen Sieg geben kann, gar keine Frage. Bei Rosenstroy, da hat man sich natürlich gefragt, okay, wie hat er es geschafft, vor einer Woche noch auf Platz 3 im Heavyweight zu sein? Das war einfach zu wenig. Das war zu wenig und man hat einfach erkannt, dass Gan nicht nur der bessere Fighter ist, sondern auch der komplettere Fighter. Im Co-Main-Event hatten wir Magomed Ankalaev gegen Nikita Krylov. Margaret Ankalaev konnte diesen Kampf gewinnen. Und das Spannende ist, Margaret Ankalaev hat damit die längste aktive Winning-Streak im Halbschwergewicht. Total spannend. Man muss auch dazu sagen, John Jones ist ja auch nicht mehr im Halbschwergewicht. Aber Margaret Ankalaev schon lange dabei. Tolle Leistung in letzter Zeit. Aber man weiß nicht so recht, ob es da noch reichen wird für einen Titelfight oder nicht. Dann hatten wir ebenfalls Pedro Munoz gegen Jimmy Rivera. Und ich bin ehrlich, auf diesen Kampf habe ich mich gefreut. Der wurde ja letztens bei Usman gegen Burns abgesagt. Und jetzt haben wir Munoz gegen Rivera gesehen. Und ich persönlich habe damit gerechnet, dass Jimmy Rivera diesen Fight machen wird. Pedro Munoz hat mich ein bisschen überrascht. Aber Rivera war auch zu Beginn ziemlich stark angeschlagen. Munoz hat sich diese Decision geholt. Und dann gehen wir auch weiter zu Alex Caceres versus Kevin Kroom. Hier konnte Alex Caceres diesen Fight gewinnen. Das war auch ein relativ knapper Kampf. Hier kam es auch wieder fast zu einem Finish. Aber im Endeffekt dann doch nicht. Und ich will auch ein bisschen darüber sprechen, wie es nun weitergeht im UFC Heavyweight. Wir hatten ja Curtis Blades vs. Derek Lewis. Jetzt hatten wir Cyril Gahn versus Ja, sehen Sie Rosenstruck. Und Fakt ist, wir sehen Ende März Steepair vs. Enganu. Der Sieger kämpft, auf, kämpft gegen John Jones, das steht auch fest. Die Frage ist natürlich, von welchem Zeitraum reden wir da? Reden wir da von 2020? Wird John Jones noch 2020 gegen den Sieger kämpfen? Und ich weiß, eigentlich sagen jetzt die meisten, hä, hey, natürlich. Leute, wir sind im Schwergewicht. Wir hatten, wir hatten 2019 nur einen Titelfight, 2020 genauso. Und ja, da gab es Verletzungen und so weiter. Da gab es aber auch ein bisschen Drama. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht Volkov gegen Garn bucht. das wäre stilistisch ein ziemlich geiler Fight in meinen Augen. Ich würde nicht unbedingt so gerne Cyril Garn versus Derek Lewis sehen, viel lieber Cyril Garn versus Alexander Volkov und der Sieger trifft dann gerne auf den Sieger von John Jones versus den Sieger von Stepp versus Engano, komplizierte Situation im Heavyweight, aber ich freue mich auf die Zukunft. Und was meint ihr? Wie sollte die Konstellation aussehen? Ich freue mich auf eure Meinung, auf eure Bewertung. Folgt Wheel of MMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal.